Lage des Landes ist wirklich außerordentlich gut. Wir wissen alle, dass wir uns anstrengen müssen, damit Gutes auch gut bleibt. Und da zählen wir auf unsere Bevölkerung. Dieses Niveau in Bayern wäre undenkbar ohne den eigentlichen Schatz Bayerns, das ist die Bevölkerung. Und deshalb möchte ich Ihnen heute für diesen Dienst am Gemeinwohl danken. Ich wünsche dem Freistaat Bayern, dass es genau so, wie der Ministerpräsident es in seiner Rede gesagt hat, weitergeht und dass wir unser Gemeinwesen weiter stärken können. Weiter so gutes Fortkommen, einen hohen Wohlstand, Frieden und vor allem Sicherheit und Gottes Segen für die Menschen, auf dass es den Bayern auch in Zukunft so gut gehen möge wie derzeit. Viel Erfolg, viel Spaß am Leben und dass wir alles meistern, was noch auf uns zukommt. Ein friedliches, ein erfolgreiches, ein Jahr, in dem Bayern weiter seine Stärke hält und vielleicht an einigen Punkten noch besser wird. Denn wir sind ein Land, dem es super geht, aber nicht allen geht es super. Und die Kunst ist immer, die Meinungsführerschaft fortzuentwickeln in der Welt, aber gleichzeitig auch die mitzunehmen, die es nicht so leicht haben. Und die gibt es in Bayern auch. Wenn uns das noch besser gelingt, dann wird es ein gutes Jahr. Glück haben wir ja eigentlich immer. Ich wünsche mir persönlich Gesundheit und Zufriedenheit. Das Wichtigste ist, dass die Menschen trotz ihrer Alltagsaufgaben immer wieder sich zurückbesinnen auf das wirklich Wichtige im Leben, sich Zeit nehmen und zusammenhalten.